Hey ihr Lieben, hier sind wieder die Church News der International Church Bonn, eine internationale Kirche mit zwei Locations, ab kommenden Sonntag wieder, Sonntag 11 Uhr in Alfter und Sonntag um 15 Uhr in Bad Godesberg im Aloysius-Kolleg am Rathaus 11. Wir hatten ja jetzt eine lange Pause, bedingt durch die Umbaumaßnahmen im Gymnasium Alfter in Alfter und auch durch die Osterpause. Wir hatten einen fantastischen Ostergottesdienst und Karfreitaggottesdienst. Wir hatten eine Taufe gehabt, die konnten wir leider nicht streamen, weil die Taufe für denjenigen einen großen Mut bedeutet hat. Und wir haben auch schon wieder drei neue Taufanmeldungen. Es ist so wichtig, dass wir, wenn wir uns für Jesus Christus entschieden haben, auch am Sonntag haben sich wieder Leute entschieden für Jesus Christus, dass du deinen Glauben öffentlich machst und bekannt machst. Auch wenn es manchmal gefährlich ist für dich, weil du aus einem bestimmten religiösen Hintergrund kommst, aber dann ist es doch wichtig, dass man das wenigstens live öffentlich macht. Wir haben wunderbare Ostergrüße bekommen aus Syrien. Ihr als ICB habt ja über 14.000 Euro gespendet für die Erdbebenopfer in Syrien, und unsere Gemeinden in Latakia, in Aleppo sind fleißig, sind nicht nur zu ihren eigenen Gemeindegeschwistern gegangen, sondern wir hatten einen sehr, sehr tollen Bericht von gleich zwei Pastoren in Aleppo, die in die Krankenhäuser gegangen sind, in die Kindertagesstätten, zu den Leuten auf der Straße. Wir hatten einen übervollen Ostergottesdienst in der Gemeinde in Aleppo. Und eine kurdische Familie, die ihr Haus verloren haben im Erdbeben, die nur unter Planen geschlafen haben, die ersten Nächte in eisiger Kälte, mussten dann diese Planen verlassen wegen dem einsetzenden Regen, sind in eine dieser überfüllten Massenquartiere gegangen. Unsere Mitarbeiter sind mit euren Gaben, das heißt mit Milchpulver, mit Lebensmitteln, mit Kleidung, mit Decken, mit Medikamenten, und natürlich, was so großartig ist, mit Batterien und Lampen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war ja am 5. Dezember mit meinem Chef Eduard Schmidt vom AVC in Damaskus. Es gibt nur 2 Stunden Strom in Syrien und das noch nachts. Er war klüger als ich. Er hat gesagt, ich stecke meinen Stecker vom Handy rein nachts. Ich habe das nicht geglaubt. Und tatsächlich, so ist es, 2 Stunden Strom in Syrien. Auch für unsere Erdbebenopfer in Nordsyrien. Wir haben ein Zeugnis gehabt von einer Mutter dort, deren Sohn gerade Abitur macht. Und durch eure Batterien, durch euer Licht, konnte er sich vorbereiten auf sein Abitur. Wie cool ist das denn? Und dieser Pastor hat uns erzählt, wie übervoll der Ostergottesdienst war, mit Zeugnissen von Leuten, die das allererste Mal in einer Kirche waren. Kommenden Sonntag, wie gesagt, treffen wir uns wieder in gewohnten Locations, und zwar am 16.04. um 11 Uhr im Alfter im Gymnasium gegenüber vom Rathaus und um 15 Uhr im Aloysius-Kolleg. Und wir haben, was ist deine Frage? Das heißt, wir haben etwas gestartet. Wenn du eine besondere Frage hast zu einem biblischen Thema oder zu einem philosophischen Thema, dann darfst du das gern stellen, und wir wollen jetzt regelmäßig auf deine Fragen eingehen. Die Frage, die ihr gestellt habt für den kommenden Sonntag am 16.04. ist: Wenn Gott gut ist, warum lässt er dann Leid zu? Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Es ist die schwierigste Frage der Skeptiker an den Glauben. Nun, dass Kriege leicht zu beantworten sind, weil sie ja nicht in der Verantwortung von Gott sind, sondern von Menschen, das ist schon einfach. Aber Erdbeben oder warum Kinder auch mit Krebs geboren werden oder mit Behinderung geboren werden, das ist Leid, was man nicht leicht erklären kann. Was die Bibel und vor allen Dingen was Jesus dazu sagt, das werden wir am kommenden Sonntag in beiden Gottesdiensten in Alfter und Bad Godesberg dann hören.
bringt eure Freunde mit, Gäste mit. Wir hatten auch jetzt am Sonntag wieder so viele Menschen, die das erste Mal in ihrem Leben in einem Gottesdienst waren. Und es ist großartig, wie Jesus diesen Menschen begegnet. Jesus liebt es, Menschen zu begegnen, die mit Kirche, mit Religion nichts mehr zu tun haben wollen. Und deswegen sind wir ja auch eine kulturkontextuelle Kirche, weil wir wollen Menschen erreichen in der Postmoderne, im Postchristentum und die von Religion nichts mehr wissen wollen, aber die trotzdem wissen, es gibt da etwas, es gibt eine höhere Macht. Das haben wir gefeiert am Ostersonntag. Jesus ist auferstanden und es ist seine Auferstehungskraft, die den Unterschied macht. So, ich freue mich, dich zu sehen am Sonntag und Gott segne dich und bring deine Freunde mit. Wir sehen uns.